Schau auf meinen Finger. Ja? Nicht auf mich, auf meinen Finger. Dranbleiben, dranbleiben. Sehr gut. Und jetzt halten. Ich kann schielen. Ich kann schielen. Danke. Meine große Schwester. Alles Wichtige hat sie mir beigebracht. So. Schwimmen, Kopfstand, Rolle rückwärts, auf den Fingern pfeifen. Ja, ja, ja. Nur das mit dem Radfahren, das kriegt sie irgendwie nicht hin. Alles in Ordnung. Oh. Oh. Mit Schienen kann man die besten Grimassen schneiden. Ganz schön klasse, wenn man eine große Schwester hat. Eine kleine natürlich auch. Und dann hat meine große Schwester mir beigebracht, dass sie bei uns auszieht. In eine andere Stadt. Aber ich könnte ja ihr Zimmer haben, hat sie gesagt. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass sie da bleibt. In solchen Fällen kann nur noch eine helfen. Oma! Oma! Aber die hat nur gesagt... Ach so, ja, das. Vielleicht kannst du ja jetzt ihr Zimmer haben. Ich will aber nicht ihr Zimmer haben. Ich will, dass sie hier bleibt. Sie soll hier bleiben. Hier, hier, hier. Ui, 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 ui. Pass bloß auf, dass du jetzt keinen Schreck kriegst. Sonst bleiben dir die Augen stehen und du schielst für den Rest deines Lebens. So wie... Das gibt's doch gar nicht. Habt ihr eine Ahnung, was es alles gibt? Glaubst du, das stimmt? Oma hat's doch gesagt. Schon. Aber dass man sowas mit Erschrecken anhalten kann? Das wär's ja mal. Weißt du was? Das probieren wir jetzt aus. Wenn man nämlich mit Erschrecken Schielen anhalten kann, vielleicht kann man da noch andere Sachen anhalten. Die Zeit. Los. Damit alles so bleibt, wie es ist. Juppie! Wenn's am schönsten ist. Und drüben am Drachenfelsen freute sich die Oma sehr über ihr Geschenk. Ein tolles Geschenk. Mit Erschrecken kann man eben doch nichts anhalten.
Baby kam. Gut, wenn man eine kleine Schwester hat. Eine große natürlich auch. Manchmal vermisse ich sie schon noch ganz schön doll. Die wird staunen, wenn sie hört, dass ich schon Radfahren kann. Und jetzt bist du dran.